meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz der Regionalliga-Begegnung VfL Wormatia Worms gegen den 1. FSV Mainz 05-2. Die Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von Rowe Hightech Schmierstoffe aller Art. Ja, ich begrüße die beiden Trainer vom FSV Mainz 05, Dirk Kunert, und vom VfL Wormatia Stephen Jones. Und wir wollen gleich in die Spielanalyse einsteigen. Und Ihnen, Herr Kunert, gebührt das erste Wort. Ja, ich bin natürlich zufrieden, dass wir hinten raus das Spiel noch für uns auch dann klar entscheiden konnten. Trotzdem bin ich mit dem Auftritt meiner Mannschaft nicht so zufrieden. Wir waren in der ersten Halbzeit viel zu passiv, standen zu tief, waren ein bisschen ängstlich. Hatten auch keinen guten Ballbesitz. Das war auch der Grund, weil, wie gesagt, Wormatia das wirklich gut gemacht hat und ein bisschen den Schneid abgekauft hat, Druck gegeben hat, und wir haben ein bisschen ängstlich gespielt, was ich eigentlich von meiner Mannschaft jetzt nicht so kenne. Wir sind auch eklig und können auch richtig griffig sein, und das fand ich in der ersten Halbzeit nicht so gut. In der Halbzeit hat man ein paar Sachen natürlich dann in der ersten Halbzeit sehen können, natürlich dann ansprechen können. Und ich denke, dass wir das in der zweiten Halbzeit ganz ordentlich gemacht haben. Ich fand schon, dass wir dann das Spiel gemacht haben und trotzdem immer wieder aufpassen mussten, die schnellen Spieler von Wormatia in den Griff zu bekommen. Auch über die Außenpositionen waren sie ein, zwei Mal gefährlich, auch in der ersten Halbzeit schon durch. Wir mussten immer auf der Hut sein, aber wir haben dann viel besser von hinten raus gespielt, hatten einen klaren Ballbesitz, nachher ist 4-1 ausgegangen. Ich denke, ist okay auch, weil ich glaube, dass wir das eine oder andere Tor hätten mehr machen können. Andererseits halten wir einen sehr guten Ball, wäre es 3-2 gewesen, dann wird es immer eng. Aber insgesamt war ich natürlich mit dem Auftritt in der zweiten Halbzeit zufrieden, erste Halbzeit nicht, und mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Kunert. Steven, dein Kommentar zum Spiel. Ja, ich finde, wir sind eigentlich recht gut ins Spiel reingekommen, haben in den ersten 5 Minuten 2 Situationen gehabt, wo jeweils Alan Stulin über den Flügel gut durchkommt, wo der letzte Pass dann im Strafraum nicht angekommen ist, kriegen mit der ersten Aktion von Mainz 05 den Eckball, wo wir den Rückraum nicht gut verteidigen, das 1-0. Haben uns gesagt, dass wir immer in der Lage sind, auch ein Tor zu schießen, dass uns das nicht umwerfen wird. Das hat man, finde ich, der Mannschaft auch angesehen, dass sie weiter an sich geglaubt hat. Ein schönes Tor gemacht zum 1-1. Folgerichtig dann auch 1-1 in die Halbzeit gegangen. In der zweiten Halbzeit muss man ganz klar konstatieren, dass Mainz 05 die bessere Mannschaft war. Trotz allem war es dann auch so, dass wir beim Stand von 1-1, wo es 2-1 fällt, eine Umschaltsituation für uns haben. Wo wir einiges falsch machen, statt anzudribbeln und Gegner zu binden, dann direkt den ersten Kontakt mit Gegnern Fuß zu spielen. Aus der Situation resultiert das 2-1, wo Mainz 05 uns dann auch gezeigt hat, wie man gut umschaltet. Da gehen 2-1 in Führung, dann 3-1, dann aber auch da wieder eine Situation für uns, wo wir mit langen Ball in den Strafraum kommen, wo Doro blank steht und vielleicht dann das 3-2 machen kann oder sogar muss, und dann will ich sehen, 10 Minuten noch zu gehen, ob es vielleicht nicht ein anderes Ergebnis gibt. Am Ende des Tages war es aber so, dass Mainz 05 auf jeden Fall der verdiente Sieger ist, und ich sage auch in der Höhe verdient, weil sie einfach aus meiner Sicht eine sehr gute individuelle Qualität haben, als Mannschaft sehr gut agiert haben und auch eine gute Art und Weise hatten, also auf jeden Fall in der ersten Halbzeit schon auch und in der zweiten dann auf jeden Fall. Und von daher muss man sagen, ein absolut verdienter Gegner. Trotzdem kann ich es und hoffe, dass es nicht als Ausrede jetzt dargelegt wird. Ich kann es richtig einschätzen. Wir haben gegen eine gute Mannschaft 4-1 verloren. Und für mich wird entscheidend sein, wie wir uns jetzt gegen FSV Frankfurt präsentieren, weil das dann die Spiele sind, die wir schlussendlich gewinnen müssen. Danke. Vielen Dank, Steven. Die Presse ist jetzt mit Fragen am Zug. Sie haben Steffen Straub eine gute Viertelstunde später gebracht als in Stuttgart. Lag es am Fitnesszustand oder an anderen Erwägungen? Was kannst du dazu sagen? Das Spiel hat es jetzt nicht hergegeben, ihn direkt zu bringen. Von daher wollte ich erstmal
nichts an der Grundformation ändern, weil ich wusste, dass wir beide Mittelstürmer brauchen werden mit Gößweiner und Daisuke, aber ich wollte nicht gleich auf 4-4-2 umstellen und deswegen habe ich mich da entschieden, das erstmal so zu lösen, mit dem Hintergedanken, dass wir zum Schluss vielleicht mit langen Bällen kommen müssen und dann beide Mittelstürmer auf den Platz bringen. Das war der Punkt. Viele haben Auswechslung von Johnny Zinnenrahm gefordert, die Tribüne. Du hast dagegen entschieden, er hat ja dann hinten als Rechtsverteidiger sogar stellenweise ein Stück besser gemacht. Dann gelb-rote Karte, wie geht man mit so einem doch recht unsicheren Kantonisten um? Ich fand Johnny nicht unsicher. Ich finde gerade als Rechtsverteidiger hat er seine Sachen sehr ordentlich gemacht. Er hat es noch nie gespielt, er war aggressiv. Ich wollte einfach, dass wir Tempo weiter auf dem Platz behalten, ja, dass wir da noch Situationen über die Flügel kriegen, weil nochmal, ich wusste, dass wir vielleicht zum Schluss die zwei Mittelstürme einsetzen müssen, über Kopfbälle kommen müssen und deswegen wollte ich ihn schon hier auf dem Platz halten. Also ich habe es nicht so gesehen. Gibt es noch weitere Fragen der Pressevertreter? Das ist nicht der Fall, dann darf ich Ihnen nochmal die Ergebnisse der übrigen Spiele des heutigen Spieltags nennen. Eintracht Stadtallendorf schlägt Tröchling-Völklingen 5-3. Astoria Waldorf, Stuttgarter Kickers 2-1 und Schott Mainz unterliegt der TSG Hoffenheim mit 1-3. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Kunert, eine gute Heimfahrt und viel Erfolg für Ihr Team. Ja. Steven, dir alles Gute beim nächsten Auswärtsspiel beim FCV Frankfurt und toi toi toi. Ihnen allen noch ein schönes Wochenende, machen Sie es gut. Es geht aber auch in dieser Saison mit Spielerinterviews im Anschluss an die Pressekonferenz weiter. Heute haben wir Tarik Afari im Interview, also es lohnt sich noch da zu bleiben. Vielen Dank, aber die Pressekonferenz ist offiziell beendet. Ja, ganz herzlich willkommen, Tarik Afari. Ich freue mich, dass du da bist. Steigen wir doch mal zunächst mal ein in das Gespräch. Du hast dich entschieden, auch in dieser Saison beim VfL Wormatia zu bleiben und zu spielen. Welche Gründe waren für dich ausschlaggebend? Also grundsätzlich war es so, dass ich mich hier letztes Jahr sehr wohl gefühlt habe. Das Team war charakterlich als auch von der Mentalität her ein Team, was mich sehr gut aufgenommen hat, einen jungen Spieler, und ich habe mich hier insgesamt wohlgefühlt und denke auch, dass man sich hier sehr gut weiterentwickeln kann, weshalb ich dann auch die Entscheidung getroffen habe, hier noch eine weitere Saison hier zu bleiben, um mich auch zu entwickeln. Die neue Saison fing ja auch optimal für dich an. Du standest gleich im ersten Spiel in Stuttgart in der Stammformation und und jetzt heute haben wir dich auf dem Spielbogen vermisst. Was war denn der Grund dafür? Also es war so, dass ich letzte Woche im Spiel in Stuttgart mich verletzt hatte am Fuß, weshalb ich dann bei diesem Spiel heute nicht spielen konnte. Man hat es versucht in der Trainingswoche noch hinzubekommen, dass ich noch spielen kann, aber es hat dann gesundheitlich nicht hergegeben und ich hoffe, dass ich diese Woche wieder normal trainieren kann, um nächste Woche wieder dabei zu sein. Ja, also es ist keine schlimmere Verletzung, das heißt, du wirst demnächst wieder im Kader stehen und der Mannschaft wieder helfen können. Ja, in Stuttgart hast du welche Position gespielt und was ist eigentlich so deine Lieblingsposition? In Stuttgart habe ich auf der Sechserposition gespielt, im zentralen Mittelfeld, was auch meine Lieblingsposition ist vor der Abwehr. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich es mag, das Spiel aufzuziehen und da auf der Sechserposition wichtige Zweikämpfe zu gewinnen und dadurch auch Dominanz ins Zentrum zu bringen für unser Spiel, was ich denke, was sehr wichtig ist. Und das ist meine Lieblingsposition, habe mich gefreut, dass ich da spielen durfte. Ja, und wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf das heutige Spiel, wo waren da für dich die Knackpunkte, beziehungsweise was waren die ausschlaggebenden Faktoren für dieses Ergebnis? Also ich fand, dass wir sehr viele gute Phasen drin hatten, wo wir auch sehr dominant waren und auch sehr nah am 2-1 waren, was dann letztendlich nicht geklappt hat, weil wir gegebenenfalls die letzte Entschlossenheit vorne nicht hatten, die Dinger dann auch reinzumachen. Wenn man sie vorne nicht macht, wird man hinten auch dann bestraft, wie es im Fußball üblich ist. Mainz hat es natürlich auch sehr gut gemacht, im Umschaltspiel besonders, und die waren dann letztendlich im letzten Drittel auch cleverer, haben ihre Torchancen genutzt.
Deshalb ist der Sieg unter dem Strich verdient gewesen für Mainz. Ja, jetzt haben wir ja eine gelb-rote Karte von Johnny Zinram heute erlebt. Das heißt, der Spieler Kader hat sich erstmal fürs nächste Spiel wieder reduziert. Aber du sagst ja, dass du wahrscheinlich wieder zur Verfügung stehst. Ist die Spielerdecke im Moment aus deiner Sicht heraus einfach noch zu dünn? Oder wie siehst du die Situation? Ich denke, es ist so, dass wir einen ziemlich gut besetzten Kader haben. Und mit dem Kader denke ich auch, dass wir in dieser Liga gut bestehen können. Natürlich ist es dann so im Fußball, dass wenn man verletzte Spieler hat, dass es dann dünner wird, enger wird. Aber ich denke, dass wir immer noch viele gesunde, fitte Spieler haben, mit denen, wenn wir alles abrufen und 100% geben, auch in dieser Liga bestehen können, weiterhin in den nächsten Spielen. Und dementsprechend mache ich mir da keine Sorgen. Ich denke, dass wir das sehr gut hinbekommen werden. Ja. Gut, jetzt haben wir von dir heute in der Stadionzeitung interessantes Interview gelesen und wissen da also schon einiges über dich. Ich möchte trotzdem jetzt zum Abschluss dich ganz einfach nochmal fragen, was macht Perik Afagi, wenn er nicht Fußball spielt, also in seiner Freizeit? Okay, in meiner Freizeit bin ich aufgrund meiner sehr gläubigen Einstellung sehr viel in der Gemeinde auch tätig und im Gottesdienst etc. Das ist alles etwas, kann man sagen, wie man es vielleicht kennt, amerikanisch angehaucht, mit auch christlichen Veranstaltungen etc. Und bin da sehr, sehr tätig, auch meinen Glauben zu teilen mit anderen Personen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ansonsten natürlich auch, ich spiele gerne FIFA, Fußball. Und das sind eigentlich meine Hauptaktivitäten von dem, was ich so in meiner Freizeit auch mache. Weil es natürlich auch durch den Fußball ziemlich zeitlich alles begrenzt ist. Du wohnst ja nach wie vor in Wiesbaden, pendelst also und natürlich dann schon. Pendelst eigentlich im Dreieck Worms, Wiesbaden, Darmstadt, ne, wo du studierst. Ja, genau. In Darmstadt studiere ich momentan teilzeitmäßig, weil es die Zeit auch nicht wirklich hergibt und pendel ich dann aus Wiesbaden nach Worms meistens. Genau. Tarek, vielen Dank, dass du für das Kurzinterview jetzt zur Verfügung standest. Wir wünschen dir viel Glück, vor allen Dingen, dass du jetzt von weiteren Verletzungen verschont bleibst. Und dass du dich weiterentwickelst, vielleicht gerade zum Abschluss noch, so dein Ziel für diese Saison, was hast du dir selbst was hast du selbst für einen Plan? Also mein Plan ist es ganz klar, dass ich mich in dieser Liga festspielen will, was gegebenenfalls letzte Saison nicht so ganz geklappt hat. Ich möchte Fuß fassen, ich bin jetzt im zweiten Jahr im Herrenfußball angekommen sozusagen und möchte in dieser Liga Fuß fassen und mein Potenzial weitestgehend ausschöpfen. Gucken, wie weit ich es schaffe, fußballerisch da mitzuhalten, Gas zu geben und wie ich natürlich der Bormazer da auch weiterhelfen kann, sodass wir das bestmögliche Ergebnis erzielen können in dieser Liga. Ja, vielen Dank. Dazu wünschen wir dir natürlich viel Erfolg, alles Gute und eine gute Saison. Danke. Dass ich deine Ziele umsetze.